So, herzlich willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout 4. Das letzte Mal haben wir diesem kleinen Typen geholfen, ne, mit seinem Wasserstand hier. Ja, da, ein bisschen überflutet gewesen. Wurden wir noch von Meyerlux überfallen, wir haben Haus gebaut, oh, hier können die schlafen. Brauchen wir jetzt aber nicht, wir nehmen jetzt erstmal die Kronkorken hier mit, was haben wir da? Schmutziges Wasser, ja, gut, in der Milchtüte, warum auch immer. Oh. Eine Chemikalienkiste. Genau, man kann ja auch irgendwie so Drogen und... Oh, fuck. Und Kram selber mixen. Habe ich schon gesehen. Da müssen wir zumindest auch nochmal reinschauen. Würde ich mal sagen. Was ist denn hier los? Ich muss nur so ein bisschen so, ne? Ah, ja, okay. Cool. Mentats Medex. Ja, genau. Oh, da sind noch Zuckerbomben. Oh, hier gibt es sogar ein... Boah, was hier wieder alles los ist. Stimpack, ja. Werkzeugkoffer. Okay, was ist so in einem Werkzeugkoffer jetzt drin? So tendenziell. Geschafft. So. Oh. Impro-Repartiergewehr. Das ist natürlich eine schöne Sache. Jetzt erstmal mal gucken. So, was haben wir jetzt hier? Lieferungsaufzeichnung. Ja, gut. Tische und Platten, Pfeilershop, Natursteinhandel, okay. Boah, da sind aber ganz schöne Mengen hier alles, ne? Wand abspielen, gucken wir mal. Ja, vom 17.06. fangen wir mal an, ne? Ach so. Das ist ja ein Log. Dickicht-Ausgrabung, Terminal-Systeme. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld, aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar. Es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. Sullys Aufzeichnung, 18.06. Ich finde, das fängt schon so geil an. Nein, Punkt. Das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besserem Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. Sullys Aufzeichnung, 20.06. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst. Aus dem Tal kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drin etwas bewegt hat. Das waren wahrscheinlich die Meyerlux, ne? Ich weiß nicht, oder? Ich habe die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rohrlegs, die ich finden konnte, habe ich geflickt. Bis auf die Unterwasser, was ich dann gerade gemacht habe. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Na gut, das habe ich dann gemacht, ne? Okay, ja, cool. Was auch immer, schätze ich, denke ich, was... So. Okay, gut, jetzt hauen wir mal ab und gehen mal weiter. Wir wollten nämlich ursprünglich nach Ten Pines Bluff und den Siedlern da mal ein bisschen helfen. Genau, gucken jetzt mal. Oh, was ist er denn hier? Eine Red. Greift die mich auch an oder rennt die einfach nur weg? Alter, das sieht schon strange aus, das Vieh. Aber gut, ich weiß schon, also ich hab einen. Wer bist du denn? Hallo? Farmer. Oh Gott, Moment, ich wollte. Ah, fuck. Dankeschön. Oh Mann. Das ist noch nicht ganz so natürlich. Oh, die fliegt erstmal in 1000 Einzelteile. Das ist gut. Das ist gut, dass alles noch dran ist. Hier, ich brauche mal so einen Brocken. So ein Stückchen. Nein, Blähfliege, warte. So. Ted Farmer. Ich will diese Kuh eigentlich töten, auch wenn ich... weil...
als hätte er irgendwie so Anfälle oder so. Scheiße, scheiße. Alles in Ordnung bei dir? Ich hoffe, kann ich auch mit dem reden? So, hi. Irgendwas? Was zu Ja. sagen? Ja. Ja, er ist wohl nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle. Oh, hier ganz viele Blumen überall. Jo. Wo ist jetzt diese scheiß Hirschkuh hin? Ich will den vorderen. Hallo. Dankeschön. Oh, die Shotgun ist schon nice. Muss man ja mal sagen. Ist jetzt tot? Oh, Dogfight hier. Du bleibst jetzt so schön hier. Warte mal, ich will dir mal ins Bein schießen, gucken, was dann passiert. Rechte Beine. Höher, ne? Dogmeat. Dogmeat heizt den Hunden ganz schön ein, würde ich sagen. Mischlingshund. Also ist mehr als nur ein Mischling, glaube ich. Oh, was ist denn hier? Oh, da vorne ist noch so ein Viech. Fuck, ich hätte vielleicht schleichen sollen. Ja, komm her. Fuck, er hat Freunde mitgebracht. Oh, das ist echt gut, dass es dann halt, weil halt Revolver-Munition drin ist, ne? So, alles klar. Ich hab gekommen, warum hat der Kronkorken? Komm! Und ein Sturmfeuerzeug haben Hunde natürlich auch normalerweise dabei. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Kiste! Todeskrallenhaut, okay, cool. Noch irgendwas Interessantes hier. Frage ich mich, warum hier Küchengeräte rumliegen, ne? Oh, Kronkorken. Immer gut, immer gut. Irgendwas Gutes noch zu holen hier. Leuchtende Pilze, ja. Immer. Ist die Stufen. Leuchtende Pilze. Ja, die wurden ja ursprünglich in Holland erfunden, leuchtende Pilze, ne? So, bin ich jetzt hier schon im Start, ja, ne? Ten Pines Bluff und so. Boah, ja, Brahmins. Nice, cool. Hi, wer ist denn hier der Brahmin-Händler? Da gibt's nichts als Ärger. Blick Karawan, dem Brahmin Wache. nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Okay, I guess. Blickt dem Brahmen nichts ins Auge, hat er gesagt. Moment mal eben, ich muss davon mal eben einen Screenshot machen. Oh man. Das ist. Was geht hier vor sich? Ich frag nicht nach, okay? Also. Oh, finally. Danke. Karawanenwache. Hallo. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ja. Das Geschäft läuft gut. Lukas Miller. Servus. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Was steht denn zum Was Verkauf, für Sachen mein hast du Freund? Denn? Ich Alter, verkaufe was geht hier Rüstungen ab? für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Engländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie Oh. bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Ja, machen Mal wir sehen, Hand, was du ne? so hast. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Ja, Lukas, ne? Kleidung ist ja wohl dann das Ding. So, Lederrüstung, Harnisch. Ja, Lederrüstung wäre schon, wär natürlich schon fancy, ne? Wie viel kostet der Spaß denn? Wo steht denn das?
Wow, okay. Die sind ganz schön teuer, die Dinger, ne? Ja, so eine Lederrüstung können wir uns ja eigentlich mal gönnen, wobei die wir die eh wahrscheinlich finden, ne? Ja, das macht gar keinen Sinn. So, aber ich kann dir mal was verkaufen. Das ist eigentlich mehr so das Stuff, so Buff-Out. Ganzen Drogen kannst du mal haben. Du Dealer, Junge. Hirnpilze, naja, brauche ich eigentlich auch noch. Ja, wer weiß wofür. Jet. Ah, noch mehr Drogenkaugummi hier. Bitteschön, nimm das. Medex. Mentats. So. Molot. Oh, ich habe Molotows. Natürlich gut. Raider-Leder. Nee, das brauche ich eigentlich nicht. Ne? So. Ich weiß nicht, ob man die Drogen hier noch irgendwo für braucht, aber aktuell nicht. Und wenn, dann finde ich die eher an jeder Ecke. Somit wird das jetzt nicht das Problem sein. Okay, denke ich. Dann machen wir mal annehmen. Okay. Und sind reicher. Dankeschön. So. Mit wem kann man denn hier mal quatschen von euch Siedlern? Ah, hier drin. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Servus. Immer Immer mit mit der der Ruhe. Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir Ja doch. haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Mit so einer Gang. Ja, ich mach das mal, ne? Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Oh Gott, was ist denn hier wieder für ein Oh-Shit. Wieder so ein Sturm. Kann ich den irgendwie mal hier ausschlafen? Oh Gott, lass mich doch hier rein. Nee, fuck. Na, fremd, ja, toll. Finde ich jetzt nicht so knorke, nee. So, wo sind denn diese Raider überhaupt? Das müssen wir jetzt erstmal nachgucken. Ach so. Moment, und wo ist Diamond City? Hier? Würde ich sagen, machen wir die Raider jetzt und dann gehen wir danach nach Diamond City, ne? Ja, das hatten wir eh vor. Ja, klingt doch gut. Genau, okay. Level up. Ach ja, stimmt. Mensch, das vergesse ich ja immer wieder hier. Ich hatte nämlich auch Level-Ups durch das Bauen bekommen, was ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. So, und jetzt will ich immer einen Perk haben. Also, ich denke, dass das hier Sinn macht. Ja. Rüstmeister, schütze dich vor der Gefahren des Ödlands mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Rüstungen. So, was ist, oh, das sieht nach Loot aus. Schnorrer. Du weißt, wie man plündert, um weiter zu kämpfen und findest mehr Munition im Behälter. Na. Aufmerksamkeit. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenz eines Ziels im Watz ansehen. Lebensspender. Du bist die Vitalität in Person, erhältst sofort plus 20 maximaler Gesundheit. Nee. Einsamer Umherziehender. Wer braucht schon Freunde, wenn du Begleiter unterwegs. Ah, nee, ich bin. Aktuell finde ich es noch okay mit Dogmeat und cool. Und später gibt es ja dann noch mehr Begleiter. Waffenfreak. Wer zuerst schießt, tötet zuerst mit Zugang zu Standard und 1x2 Waffen. Schleichen, wenn. Werde zu einem Flüstern. Werde zum Schatten. Bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Das ist vielleicht noch ganz gut. Schmied. Wirf die Schmiede an und erhalte Zugang zu Standard Nummer 1 Mods für Nahkampfwaffen. Schlossknacker.
Ja, Kampfhund, dein treuer Hundefreund. Dein Wissen über Computer. Wer ist das? Warum hilft er? Wen interessiert es, der müsste werden? Er scheint gelegentlich im Watz und hilft dir mit tödlicher Effizienz. Aha. Ich muss mir jetzt hier nochmal wirklich überlegen, was ich denn am besten mal nehme. Wissenschaft. Lokaler Anführer. Ah, das hier ist geil. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen den Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Weil man muss sonst wohl immer alles manuell hin und her schleppen. Das nehme ich auf jeden Fall mal, denke ich. Okay, habe ich jetzt nichts mehr, ne? Gut. Okay, cool. So, super. Dann wird... Boah, das... Nee, Mann, das ist... Und ich habe keinen Redaway, Mann. Oh, das muss ich von dem Händler dann vielleicht gleich mal holen. Bisschen Redaway hier. Fuck, das ist so krass. Ah, oh, shit. Hier, du. Kollege, Kollege. Lukas. Meine Rüstung haben schon viele Höhenländer gerettet. Schrecklich. Handeln los. Schau's mir an. Meine Preise sind final. Falschen bereitet mir Kopfschmerzen. Mhm, glaube ich auch. Hast du Redaway? Nö, natürlich nicht. Der hat... Ah, shit. Ja, muss ich einfach mal hoffen, dass da jetzt kein Scheiß bei rumkommt. Weil ich meine, das ballert ja schon rein hier, ne? Warum kann ich nicht einfach hier pennen? Sturmvergehe! Goddammit! In diesem Job, ah, na endlich. Alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Mhm, glaube ich auch. Jetzt müsstest du nur mal aus dem Weg gehen. Danke. So. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja, okay. Ne, ich wollte nur mal, bin hier. Wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. So. Mal gucken. Ja, mein Gott, ein paar Raider, das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Was haben wir hier so? Ein Schild, ja. Da oben geht der Schild ab, das wissen wir jetzt, ne? Oh, wieder hier diese fancy zerstörte Brücke, sieht schon krass aus mit dem Highway. Oder mit dem, was mal ein Highway war, ne? Was? Oh, servus. Kann ich mit dem irgendwas anfangen? Die sehen echt fancy aus, wie die hier so rumdüsen. Möchtet ihr gesund zur Werbung. In den Tag starten? Dann holt euch Zuckerbomben. Den gesund in den Tag starten, Zuckerbomben. I believe that. Oh, fuck, warum war das kein... Ach, komm, halt nicht. Ja, komm. Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich eh One-Hit. Ah, habe ich nicht mehr so viel Munition für. Oh fuck, die Sicherung wollte ich vielleicht auch noch mitnehmen. Ja, das ist doof. Muss ich mir ein bisschen aufsparen. Deswegen nehmen wir jetzt mal die 10mm. So. Okay. Ja gut, dann mal weiter. Takt. Die Musik ist so hypnotisierend, ne? I can't believe it. Oh, was sind Bedford Station? Was sind denn hier wieder für Container? Irgendwas Interessantes zu holen? Die aufmachen? Nö. Okay, ja. Oh. Machen wir nochmal kurz einen Abstecher hier zur Bedford Station. Oh, I have a bad feeling about this. Oh ja, definitely. Oh, Dogmeat macht das schon. Dann sind nämlich noch mehr von diesen Ghulen. Genau, Ghule sind uns ja noch gar nicht begegnet.
sind quasi einfach durch die Strahlung so zombifizierte Typen. Wie sehen sie denn hier aus, ja. Genau, und die gibt es aber auch in... also quasi noch menschlich, also dass die es noch drauf haben, rational zu denken. Gott, damit. Okay. So. Genau, dass sie es noch drauf haben, rational zu denken. Und das sind dann halt quasi, wir sehen nur andere... Wo kommen die denn? Oh, jetzt habe ich ein echtes Problem. Oh, die sind ja auch so aggressiv und so schnell. Fuck, fuck. Was tun? Erstmal die Beine schließen, weil dann können die mich halt nicht mehr... Genau, dann kriechen die so und dann sieht es bei denen ein bisschen schlecht aus. Oh, fuck. Guck, da kriecht er. Oh, ich habe aus Versehen auf den Kopf geschossen. Oh, nice. Jetzt habe ich hier so zwei Krabbler. Tschüss. Hallo. Mensch, Darkmeat. Na gut, eine Dinnergabel brauche ich jetzt vielleicht mal nicht. Moment, wo sind jetzt die ganzen Teile von denen hin? Egal, was das jetzt? Kann ich jetzt hier meine Ruhe inspizieren? Ne? Oh, nee, war Besteck dabei. Kronkorken. Dutchmans Instruktion. Müssen wir gleich mal lesen, ey. Inspektoren-Outfit. Oh. Und natürlich noch das Revolvergewehr. So, Daten. Nee, wo ist es bei Inventory und dann... Da. Liefer dein Paket an die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, such nach dem blauen Fass. Oh. Blaues Fass. Nee, rot. Blaues Fass, okay. Hier oben vielleicht irgendwo? Hier ist ein Terminal. Wir kommen hier gleich nochmal hin. Ich will jetzt erstmal eben dieses blaue Fass finden. Das ist jetzt sehr essentiell. Hier vielleicht. Na gut, das sind Fässer, aber die sind jetzt nicht so blau, ne? Servus, Baumvulkan. Oh, das sieht doch fancy aus. Nehmen wir doch gleich mal mit. Oh, shit. Oh, doch nicht. Nice. Halt ihn fest. Nur so, dass ich ihn noch treffen kann. Kommt jetzt aber nicht wieder irgendeiner von hinten, oder? Gut. Pff, blaues Fass. Das hier. Oh ja. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, und Austin Packs und Red X. Gut, habe ich jetzt Red. Darkmate Cut! So, okay, dann können wir jetzt mal eben zu dem Terminal gehen, den sie nochmal inspizieren und dann gucken wir gleich noch das Haus an. Ja, so eine Reise durch Deutschland dauert halt auch ein bisschen länger, ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir einfach straight dahin gehen und dann so Aufgaben machen, sondern wir nehmen das mit, was auf dem Weg noch so kommt, ne? Gleiskontrollstatus inaktiv. Achtung, es wurde ein kritischer Fehler im Gleiswechselsystem festgestellt. Bitte Gleise freimachen. Scheinwerfersteuerung. Aha. Licht einschalten. Systemdiagnose. Gucken wir mal. Funktioniert's? Scheinwerfer aktiviert. Mensch. Systemdiagnose. Zwei Scheinwerfer verknüpft. Notenzustand, Status, Entfernung. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht alles unbedingt. Nein, Moment. Da war noch was. Band abspielen. Es ist schon halb. Verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Da kommt jemand. Sehen Sie? Fünf Personen. Das ist eine Falle. Verdammt, sie haben uns umzingelt. Was tun wir jetzt? Ich lenke sie ab. Zähl bis zehn und lauf dann zu den Bäumen. Was? Dutchman, ich... Uns bleibt keine Zeit. Viel Glück, A9. 10, 9, 8, 7,
Das ist blöd natürlich, ne? Wir nehmen das aber mal mit, würde ich sagen. Odo-Bänder sind immer cool. Kann man sich dann bei Zeiten vielleicht nochmal anhören oder was auch immer. Verstellbare Schraubschlüssel, ja, weiß ich jetzt nicht so. Vielleicht brauchen alles hier, ne? Ja, okay. Ah ja. Genau, wir wollten noch mal kurz hier zu dem Haus. Oh fuck. Oh Gott, wo ist die Shotgun? Oh Gott, die Shotgun habe ich mir noch gar nicht draufgepackt. Kleinen Moment bitte. Doppelläufige Schrotflinte. Wie macht man das nochmal genau so? Machen wir hier mal so quasi links dann so die Nahkampfabteilung. Lass mal Doc mit in Ruhe vielleicht. Aber das verkrüppelt sein Bein nicht, aber so ein komischer 10mm Schuss oder was. Naja, gut. So, du hast doch noch einen Freund hier. Wo ist der denn hin? Oh Gott, da sind ja noch mehrere. Oh, fuck, und Doc mit liegt da schon wieder. Hallo? Shit, das sind viele, ja. Gott. Das ist schon ein bisschen zombie-mäßig. Oh Gott, nein, spring noch. Idiot. Ja, wir müssen jetzt einfach auf die Menschen. Okay. Oh oh. Jo. Komm. Das wird was. Ja, sehr gut. Was? Letzten Schuss. Ja, das war ein bisschen stressig jetzt, ne? Stressig. Schöpfkelle, ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Mehr Besteck. Das ist wichtig. Wir brauchen mehr Besteck in dieser Welt. Ich sehe, das ist auf jeden Fall. Oh, right away, danke. So, nochmal kurz ein Stimpack. Mal eben schnell hier. Oh Gott, hier gibt es ja noch mehr. Schachtelzigaretten, meine Fresse. Erstmal eine Puffin. So, Nee, brauchen wir jetzt nicht alles. Tür zu machen, was ist denn hier hinter so? Hundefutter in der Dose, da brauchen wir auf jeden Fall. Benzinkanister kann man bestimmt auch brauchen. Der Terminal hier mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas Interessantes drauf ist. Frachtbestimmungen. Alle Ladungsverzeichnisse müssen in diesem Terminal protokolliert werden. Protokolle werden 6 Monate lang vor Ort aufbewahrt, bevor sie auf Holoband archiviert werden. Eingehende Lieferungen erfolgen zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. Die Lieferung zum Steinbruch muss bis spätestens 12 Uhr folgen, keine Ausnahmen. Ausgehende Lieferungen erfolgen zwischen 15 und 17 Uhr. Ladungsbezeichnungen 0000 oder diverses sollte an den Steinbruch weitergegeben werden. Vorarbeiter Lanaham erwartet bei Ankunft weitere Anweisungen. Ah ja. So, Verzeichnisse. Vom... Oh, ups, okay, da sind wieder nur irgendwelche Listen. Listen, also Listen werde ich nicht vorlesen, das ist mir echt zu doof. Ja. Alles okay bei dir, Dogmeat? Was winselst du denn hier so rum? Oh Gott, der kann Türen aufmachen, immer noch. Hast du irgendwas gefunden, oder was? Oh, hier liegt noch ein Brahmen. Oh Mensch, armes Brahmen. So, okay. Ja, cool. Dann würde ich es jetzt erstmal dabei bewenden lassen. Und das nächste Mal machen wir uns dann wirklich auf den Weg
ja, zu den Raidern. Und dann machen wir die fertig. Und dann geht's nach Diamond City. So ist der Plan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar. Anregungen, Kritik, alles mögliche. Einfach nur nette Sachen. Könnt ihr auch einfach mal was Nettes schreiben. So zur Abwechslung, das klingt jetzt so böse. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.